Baronin Miriam Ullens-Deschoten fiel einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer. Sie wurde am 29. März 2023 erschossen in ihrem Auto vorgefunden, wie unter anderem RTL.de berichtet. Wir können über eine Familientragödie sprechen, lautet das Statement des zuständigen Staatsanwaltes. Die Polizei hatte die Leiche der Frau in dem Wagen gefunden, nachdem sich ein Anrufer gemeldet hatte. Ein paar Minuten zuvor hatte sich ein Mensch, ein Mann, bei der Polizei gemeldet und gesagt, er habe eine schwere Tat begangen, er habe seine Stiefmutter getötet. Die Ermittlungen, in deren Fokus daher der Stiefsohn der Baronin steht, dauern an. Baronin Miriam Ullens-Deschoten wurde 70 Jahre alt. Im Alter von 24 Jahren gründete sie ihr erstes Unternehmen, einen Salatlieferdienst. Und es folgten weitere Unternehmensgründungen, auch im Modebereich. 1999 heiratete sie Baron Guy Ullens-Deschoten-Wethnall. Ebenfalls Unternehmer, dessen Vermögen von einer belgischen Zeitung im Jahr 2012 auf 250 bis 300 Millionen Euro geschätzt wurde. Die Baronin hinterlässt neben ihrem Ehemann auch zwei Kinder aus erster Ehe.